Hallo liebe Gartenfreunde, die Jen aus dem Gartengemüsekiosk hier. Ihr habt doch bestimmt bei euch im Gemüsegarten auch Zucchini-Pflanzen. Und ihr kennt das, ihr geht mal vorbei und habt vielleicht eine Frucht übersehen und schwupps ist sie riesengroß. Es gibt einen kleinen Trick, wie ihr sie trotzdem noch haltbar machen könnt. Und zwar lasst ihr sie richtig groß werden und ausreifen, wie ein Kürbis, dass hier vorne der Ansatz schon verholzt ist, dann ist sie sehr, sehr groß, aber ihr könnt sie bis in den Winter hinein lagern. Wenn ihr sie dann weiterverarbeiten wollt, müsst ihr natürlich die Kerne rausnehmen und die Schale wird auch abgeschält, aber dann könnt ihr das Fruchtfleisch im Winter noch verwenden. Toll ist natürlich die Vielfalt, kleine Früchte und auch große Früchte, dann ist es nicht nur im Garten bunt, sondern auch in der Küche und eben auf dem Teller.